So, meine Freunde, B-Monster am Start für euch und wir stehen vor Krodon und ich hab so ein bisschen Schiss. Das heißt, ich werde jetzt nochmal speichern. Oh. Schaff mal, das schaffen wir. Go Team! Los geht's. Es sieht einfach bloß geil aus. Es sieht einfach nur richtig, richtig geil aus. Ich könnte auch noch drehen. Mega Krodon, also Proto-Krodon ist einfach bloß geil aus. Richtig fett. Ich bin für mehr Proto-Form von legendären Pokémon. Ich hätte gern Proto-Lugia oder sowas. Oder Proto. Na? Proto Ho-Oh oder Proto Entei oder Proto Rigirock oder sowas. Ich damit kommen auf alle Fälle spielen. Also, das sind Flammsturm, scheiße. Sind wir tot? Ne, sind wir nicht. Okay, das ist effektiv, ist ja schön. Knuschen. Oh. Super, super. KP-Abwehrholung. Und zwar brauchen wir den Hypertrank. Perfekt, perfekt. Schön, das kotzt mich jetzt natürlich an. Das kotzt mich jetzt natürlich an. Ich dachte, Erholung ist so, also korrigiert mich, wenn ich jetzt falsch liege, aber ich dachte, Erholung läuft so, dass das Pokémon auf jeden Fall 2 Runden schläft. Und in der dritten Runde aufwacht. Ist jetzt, ich muss jetzt hoffen, dass er was anderes nimmt, weil wenn der jetzt eine Bullattacke nimmt, ist mein Pokémon tot. Nein. Scheiße. Ich muss es halt paralysieren irgendwie, das wäre halt das Beste. Aber mit Airsoft haben wir eine gute Chance durch die ganzen Boden-Moves. Und auf alle Fälle hier. Komm. Ich muss jetzt einfach ein Bell drauf zu schmeißen. Es kotzt mich an.
probiere jetzt einfach mal Erdbeben. Ich hoffe, das stört es jetzt nicht. Sehr schön. Drachenklaue drauf. Musst du auch noch überleben und dann Bälle. Oh. Oh, jetzt bitte in den Ball, bitte in den Ball, bitte in den Ball. Komm, halt. Komm. Es schläft noch wenig KP, das wäre perfekt, ey. Scheiß Vieh. Und mit Erdbeben und Drachenklaue kann man es relativ easy, relativ weit rumkriegen. Schon. Sehr schön. Komm. Nichts zu machen momentan. Wobei, wäre es halt perfekt, wenn ich es paralysieren könnte. Na klar, ein Crit. Schön. So, dann Ride. Ich bin im Fenster fast. Oh nicht, das stimmt mir nicht. Verdammt, ey, das muss doch klappen. Och, One Shot. One Shot mit Flammsturm, Alter. Also bevor der mir jetzt mein ganzes Team kaputt macht, beim letzten Pokémon werde ich den Masterball werfen. Denn das bringt ja doch nichts. Wenn ich jetzt hier rumstehe und versuche und probiere und hast nicht gesehen. Oh. Hat immer gewackelt. Immer hat er gewackelt. Ich hab einfach alles one-shottet, ey. Das ist so krank. Lass mich immer Glück haben, bitte. So viel zum Thema Glück. Krone und Sweep gerade durch mein Team. So. Muss ich jetzt Fabian richten. Wasserattacken kann ich eh keine nehmen. Also werfen wir jetzt den Masterball drauf, dann sei es halt so. Schade. Nee, oh Gott sei Dank, nee. Masterball. Es tut mir leid, ich hätte Protokrone und Gang in den Normalball gefangen, aber. Das ist halt leider nicht. Kann ich alles haben?
Schade. Aber haben sie wenigstens getan. Auf meinem Alpha Saphir Spielchen habe ich Kyokra einfach kaputt gemacht. Ich möchte Krollung keinen Spitznamen geben. Krollung wurde mit Box 1 geschickt, sehr schön. Jetzt ziehen wir uns in den Beschrieb auf unsere Alpha Saphir. Schnell weg. Weil das Lustige ist halt, was ich halt nicht verstehe, wenn wir jetzt mal die Landkarte angucken von den Regionen, wo die alle sind, dann schießen die alle irgendwo aneinander an. So, und wenn in Höhlen, ne, wenn in Höhlen sowas passiert, das heißt, dass die Sonne extrem stark ist, dass es permanent regnet, müsste das bei den anderen Regionen genauso sein. Warum nicht? Das ist halt die Frage jetzt, ne? Warum nicht? Mein Gott, es wird alles normal, juhu. Ich habe den Tag gerettet. Kakao, Oh, ich muss schon laden, ey. Mein Strom ist schon wieder fast leer. Das regt mich auf. Wir können jetzt Überflieger einsetzen, das ist gar nicht mehr so schlecht. Da kann man nämlich instant irgendwo hinfliegen. So. Es gibt neue Pokémon. Wir brauchen halt noch eine Fee, ne? Also Pipi wäre auf alle Fälle sehr schön. Eis-Pokémon. Es gibt eine Megasteine. Warmes Herz. Das ist schön für euch. Das ist schön. Ach, WhatsApp. Hier ist dann der Pause. Er hat seinen Megastein nicht mehr. Ja, yeah, haben gewonnen. Sehr schön.
Wir haben die Ehren für erhalten. Sehr schön, das finde ich natürlich richtig gut. Das kann man ja noch. Unser legendäres Pokémon. Ich habe übrigens jetzt ein Latios-Pokédeutel bestellt. Das war jetzt noch relativ günstig. Direkt aus Japan. Endlich sind wir unter uns. Das, was ich gerade gedacht habe, sage ich jetzt lieber nicht. Artenvielfalt. So, ich gucke jetzt erstmal kurz nach, was wir uns jetzt fangen. Noch Strabbige, nee. Kladiger Schalidas und Rotitox, auch nicht Limot, Kaumalat, Garnomir, Algit. Hätten uns auch Algit fangen können als Wasser-Pokémon, als Gift-Pokémon. Oder Drachen-Pokémon, Kiesling, Robots, Petsneef. Küstenhöhle. Pipi, Meteorfall. Bronzel Fukano, Karadonis, Prinzess und Hex, Klavier, Wiesekund, Pionsgora, Duselgur, Pipi, Rotratschein, Pantilkütz, Luxio, Hypno, Jura, Finian, Niederquabbel, Taburga, Kukuna, Menki. Fangen wir uns jetzt zum Pipi. Erstmal registrieren wir jetzt die Flöte. Erstmal fahren wir jetzt ins Pokémon Center, dann registrieren wir die Flöte und dann fahren wir uns ein Pipi als Feen-Pokémon und dann fahren wir uns noch ein Petsneef als Eis-Pokémon. Das machen wir aber erst in der nächsten Folge. Gehen wir auf die Suche nach den Beeren und dann geht's weiter und zwar in Xeneroville mit dem Arena-Leiter. Und dann werden wir wohl oder übel uns für die Pokémon-Liga vorbereiten. Das heißt, wir werden Pokémon hochtrainieren. Bis auf den untersten Level des schwächsten Trainers in der Pokémon-Liga. Das heißt, bis auf den untersten Level des ersten Liga-Leiters oder Top 4-Leiters. Und es wird dann Grinding geben. Was mir eigentlich gar nicht in den Kram passt. Ich wollte eigentlich gescheite Folgen aufnehmen. 10 Folgen lang. Gucken, vielleicht kriege ich das Grinding am Schluss hin. Oder am Schluss hin. Und wir klappern nochmal, sobald wir alle VMs nutzen können, die Kaskade und so, klappern wir einfach alles nochmal ab. Und gucken, was wir uns da haben gehen lassen. Das heißt, wir suchen die ganzen Needs, also die ganzen Megasteine in den nächsten Folgen. Wir werden versuchen, die besten TMs zu finden, natürlich für die Liga. Und na, dann kommt das Grinding halt. Ich muss ja meine Pokémon noch entwickeln. Das heißt, ich werde dann noch die ganzen Items rübertauschen zum Entwickeln, wie den Finsterumhang und das ganze Zeug. Ich werde auch die Megasteine schon rübertauschen für den Pokémon, wo ich sie jetzt noch nicht habe oder noch nicht finden kann. Also wird auf alle Fälle noch ein bisschen Arbeit werden. Wo ist jetzt die Ehrenflöte? Ich versuche erstmal jetzt in den 5 Folgen heute ein bisschen sinnvolle Sachen zu machen noch. Registrieren. So. Und dann gucken wir einfach mal, was wir dann in den 5 nächsten Folgen machen. Vielleicht muss ich dann nochmal grinden. Mal gucken. Los Latios. Yeah! So, wo muss man jetzt hin? Fangen wir jetzt erstmal an mit Pipi her. Meteorfälle. Okay, dann fliegen wir jetzt mal zu den Meteorfällen.
Ah. Gut, und 3. Bingo. Meteorfälle, dann mal Spronanten. So, und wie wir jetzt weitermachen, wie wir Pipi fangen, ob wir ein gutes Pipi vielleicht sogar fangen können und wie wir Petsny fangen, das gibt's dann in der nächsten Folge. Und ich weiß, was wir dann noch machen. Ich weiß einfach, was wir dann auch noch machen in den nächsten Folgen, aber das gibt's dann in der nächsten Folge, wie gesagt. Und ja, bis dahin, haut rein und ciao.